Hi Freunde, herzlich willkommen zurück bei Silence. Ja, willkommen zurück. Ich find's schön, dass das Spiel so viel Anklang findet. Das ist so genial. Das habe ich eigentlich echt nicht gedacht. Es läuft wirklich besser wie The Witcher und ich bin echt froh, dass Dark falsche Name jetzt mal wieder falsch aussprechen. Tut mir leid. Dark Attica, ah, es tut mir so leid. Ah, ich weiß ja, dass du früher schon dabei warst bei Adventures. Ja, ah, es tut mir leid. Aber ich muss jetzt gerade aufnehmen, die Folge, habe ich es gerade nur Dark. Also einfach, ich sage jetzt mal Dark. Danke, dass du dabei bist. Schön, dass dir jetzt auch gefällt. Der gute Michel schaut es auch, er findet es auch sehr interessant. Ja, leider habe ich natürlich jetzt letzte Woche keine Videos gebracht, weil ich halt im Urlaub war. Jetzt geht's aber für euch weiter. Ich habe wirklich mal nachgeguckt und die Lösung ist eigentlich relativ simpel. Und ich glaube, dass ich das auch eigentlich schon mal versucht hatte. Aber irgendwie habe ich es anscheinend nicht richtig gemacht. Ich bin mir sicher, ich habe das gemacht. Wie gesagt, wenn ich solche Stellen habe, wo ich jetzt denke, oh scheiße, wie geht's weiter? Ihr habt eine Möglichkeit, einen Tipp oder was, dann schreibt das in die Kommentare. Ich nehme zwar immer 5 Folgen am Stück auf. Also wenn ich dann immer so bei der letzten Folge dann halt irgendwie festhänge. Nee, halt, warte mal. Ach, es ist wieder jetzt quasi der Anfang. Okay, weil das Ding hat ja Autosave und keine Ahnung, wann das immer speichert. Weil wir müssen Spot ganz klein machen. Jetzt macht das doch interessant. Ich bin mir sicher, dass ich das. Oh, hab ich überhaupt beim Abgrund geklickt gehabt? Ich bin der Held der Geschichte. Wird schon klappen. Ja, ich bin mir sicher, dass ich das eigentlich probiert hatte. Oh je, oh je, oh je. Aber ich kann mich halt auch täuschen. So, jetzt kommen wir da bestimmt nicht ran. Hä? Spotbrücke. Ah. Sogar unter der Erde hängen die Wurzeln für mich zu hoch. Ja. Okay, also müssen wir wieder zurück. So, Spot muss erstmal wieder das Gelee fressen. Aber wie gesagt, es ist interessant, weil ich glaube echt, ich hatte das versucht gehabt. Ihr könnt mich gerne berichtigen, wenn ich das nicht versucht hatte. Aber mir war so. So, jetzt haben wir die beruhigt. Wir gehen erstmal rüber. Unglaublich. Okay, jetzt hört Spot sogar von sich aus auf. So, wir bleiben drüben, das ist sehr schön. Weil da können wir nämlich hochgehen und dann wahrscheinlich an der Wurzel ziehen und dann fällt der Kokon runter, genau auf die Spotbrücke. Jetzt kann sie fallen. Genau. So, dann gehen wir jetzt nach oben. Und müssen wir sehr wahrscheinlich an der Wurzel ziehen. Okay. So, ja, jetzt können wir auf was mit der Wurzel hier machen. Die ist mit dem Kokon verwachsen, ganz sicher. Mal sehen, ob ich richtig liege. Na, komm. Kein Geräusch, kein Scheppern oder sonst was. Gucken, wie es aussieht. Hilf mir, Spot! Ah, der ist weiter runtergekommen, ne? Kokon ist jetzt, glaube ich, länger. Oder ist. Ah ja? Also sieht ja jetzt so aus, dass der jetzt ein bisschen weiter runterhängt. Also an sich ist das Rätsel echt nicht schwer, aber ich bin der Meinung, dass ich das probiert hatte und es dann halt nicht funktioniert hatte. Fantastisch.
Wer weiß. Ist jetzt egal. Wir haben die Rätselslösung. Wie gesagt, auch wenn ich das widerwillig halt durchs Internet ganz kurz gelesen habe, auch wirklich nur diese Passage rausgesucht gehabt und nichts weiter angeguckt. Von daher seid beruhigt. Ich weiß weiterhin von nichts, wie es weitergeht. So, ja doch, jetzt kommen wir locker ran. Ich zieh dich da raus. Na los! Aber wie stabil Spot doch ist, ne? Hab dich! Hoppla! Oh. Na? Lebenszeichen überprüfen? Kein Puls. Oh. Ich höre auch keinen Herzschlag. Oh. Mund-zu-Mund-Beatmung fehlt noch, Kumpel. Ich glaube, man macht das dreimal und dann Mund-zu-Mund, ne? War das nicht so? Erste-Hilfe-Kuss. Kurz. Wie ging das nochmal? Nee, erst atmen, genau. Und dann dreimal... Dreimal Herzdruckmassage, ne? So? Tu was! Oh, oh. Herzalarm! Oh, bzzzt. Okay, okay, okay. Also das habe ich jetzt schon keinen Plan mehr. Das habe ich mir echt nicht weiter angeguckt in der Lösung. Aber das könnte ich mir vorstellen, dass wir jetzt die Tentakel nehmen können. Und ja kurz mal ein bisschen Elektroschocken. Ist das geil. Oh. Explodiert die jetzt? Was ist da jetzt geschehen? Doch. Guck an. Was geschieht da gerade? Ein Feuerwerk. Ah, cool. War das jetzt der Honig oder so? Hat die Honig Abi Feuer oder Gift oder so? Oh, voll verkohlt. Das raucht. Gott sei Dank. Scheiße! Willst du mich umbringen? Hä? Ich hatte gehofft, dass es hier ein bisschen ruhiger ist, aber da lag ich wohl falsch. Du bist ein komischer Typ. Kann sein. Das letzte Mal, als ich hier war, war ich ein Clown. Willkommen zurück. Alles klar bei dir? Ich glaube schon. Was hast du denn den Haaren? Was? Was meinst du? Wie so eine weiße Strähne auf einmal, ne? Wir beunruhigen sie mal nicht. Ach, nichts. War nur ein Lichtreflex. Wir sollten hier verschwinden, solange das Licht noch ruhig ist. Okay. Wir sagen, die ist tot, oder? Oder einfach nur komplett ausgenockt, keine Ahnung. Vielleicht ausgenockt und tot. Ein totes, ausgenocktes etwas. Tote, ausgenockte Bienenkönigin. Da ist da vorhin auch schon gesprudelt. Oh, die Bienen rappeln sich wieder auf. Ach, das sind die Bienen. Nein. Oh. Hey, die Kapsel.
Wird mitgenommen und am besten verschwinden, damit Gib die her. Bienen du uns nicht... Du willst sie doch jetzt nicht lesen! Lass uns abhauen! Warte! Ich werf nur einen Blick drauf! Und? 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 Ach so. Okay, wir müssen was machen. Verdammt nochmal, ich will hier weg. Was soll das? Da steht ja gar nichts drauf. Her damit. Okay, das ist geil. Da steht echt nichts drauf, außer dieses komische Zeichen darunter. Interessante Sache. Also ich glaube, immer wenn das da kommt, dieses Flammensymbol, also seht ihr jetzt nicht, weil mein... weil ich halt davor bin, ist wahrscheinlich Lade- und gleichzeitig Speicherzeichen. Und da haben wir schon mal so ein Babystatue. Und wieder mit Rennie und Sam. Sehr schön. Rennie! Ach, guck mal an. Noah! Das ging ja schnell. Ich hab dich so vermisst. Und ich dich erst, kleiner Hüpfer. Das ging schnell. Hätte ich jetzt. Ich dachte erst am Ende finden wir sie. Oh, und da ist ja Spot. Komm her zu uns. Oh. Niedlich. Was schreibt ihr? Was ist mit deinen Haaren passiert? Was soll damit sein? Du hast da eine weiße Strähne. Echt? Wie das? Das waren die Honigtauzecken. Was ist mit der Botschaft? Erstmal entschlüsseln. Janus hat sie mal wieder mit Zitronenschrift geschrieben. Nein, warte. Vielleicht diesmal mit Wachs. Und was machen wir jetzt? Wir müssen den Spiegel finden, um hier rauszukommen. Aber warum denn so schnell? Ist doch schön hier. Spot ist da und bestimmt treffen wir bald auch Sedgwick. Oh, ich liebe Sedgwick. Er sieht bestimmt genauso aus wie du, nur mit einer lustigen Mütze. Okay, sagen wir die Wahrheit, dass Sedgwick nicht auftauchen wird, weil wir ja, also weil Noah ja eigentlich Sedgwick ist. Sedgwick kann nicht auftauchen, weil ich ja da bin, Rennie. Ich war Sedgwick, das weißt du aber doch. Aber Silence ohne Sedgwick? Das gibt's doch gar nicht. Ich mag Silence, ich wollte immer schon mal hierher. Okay, hier, okay, wir sagen die Wahrheit. Was für eine Welt ist? Eine Traumwelt? Ein Übergang zwischen Leben und Tod. Auf welcher Seite wollen wir aufwachen? Wenn wir leben wollen, dann müssen wir den Spiegel zerschlagen und hier raus. Rennie, egal was dir jemand anderes erzählt oder was auch immer passieren mag, das Wichtigste für uns ist hier herauszukommen. Weißt du noch, wie Sedgwick das gemacht hat? Den Spiegel zerschlagen. Von was für einem Spiegel tuschelt ihr? Wir sind immer misstrauisch. Was glaubt ihr denn, von welchem ich rede? Na, von dem im Thronsaal. Ich glaube, ich wurde gestochen. Weißt du, wie man zum Thronsaal kommt? Okay, sie soll erstmal sagen, was sie weiß. Hier aus nicht. Aber ich weiß, dass wir wissen. Hoch oben. Man kommt da mit einer Lok hin, die auf Luftschienen fährt. Woher weißt du von dem Spiegel? Okay, wir sind mal cool. Ich hab ihn kaputt gemacht das letzte Mal. Wie das? Weil ich der König von Silence bin. Genau. Entschuldigung. Und? Komm. Es stimmt. Hey, kommt schon, hört auf mit dem Getuschel. Redet laut. Vergiss den Verrückten, der kann uns nicht helfen. Ja, ich glaube, er ist derjenige, der Hilfe braucht. Dem König von Silence fehlen eindeutig ein paar Zacken in der Krone. Hey, aufhören! Mein Bruder ist nicht verrückt. Jedenfalls nicht so richtig. Hey, das ist unser letzter Signalschuss. Rennie, leg die Pistole zurück. Ja, her damit! Und, na okay, ich dachte, der Schuss löst sich. Lasst sie in Ruhe! Komm her, kleiner Hüpfer. Tut mir leid. Ich will nach Hause. Ich weiß. Hier gefällt's mir doch nicht. Alle streiten herum und kämpfen. Warum bist du nicht König, sondern diese gemeine Schwindlerin? Warum ist sie so böse? Und wieso hat sie die Sucher geschickt? Ich will heim. Ich verspreche dir, ich bring dich nach Hause zurück. Aber wie? Ich finde Janus und er bringt uns zum Thronsaal. Er kennt den Weg dahin. Janus kennt den Weg. Jetzt ruh dich ein bisschen aus.
Wir werden unsere Kräfte noch brauchen. Okay. Ich finde die Kleine echt niedlich. Ist echt schön gemacht. Das ist herrlich. Und vergiss nie, was Papa immer zu uns gesagt hat. Wir sind wie zwei Wolken im Wind. Und weht er uns auseinander, so treffen wir uns im Ozean. Gute Nacht, Rini. Schlaf schön, Rini. Ich bin echt mal gespannt, wie das Ganze ausgeht. Ob wir zum Schluss hier bleiben und wieder zum König ernannt werden. Oder ob wir nach Hause kommen. Und wenn nicht, das knistert schön, was? Das ist unsere einzige Chance. Ist da was zu essen drin? Nicht mehr. Na toll. Ich wünschte, ich hätte den Weg aufgemacht. Babystatuen, die sind echt überall, ne? Heilige Statuen. Stell dir einfach vor, das sind nette Babys. Nette Babys. Und wenn nicht? Was haben wir noch so? Mal Hände hochgehen. Hä? Achso, ne, zurück zum Hund. Von da bin ich gekommen. Ich wünschte, Janus hätte den Weg da geht's bergauf. Nicht beschrieben. Okay, man kann also quasi nicht, wir müssen. Ich liege bestimmt richtig mit meiner Deutung. Wahrscheinlich erstmal mit den beiden reden. Das ist unsere einzige Chance. Könnt ihr vielleicht ein bisschen leiser reden? Rini schläft. Und schmeißt mal die Botschaft rüber. Nein, vergiss es. Lass sie ihn lesen, er wird sie sowieso nicht verstehen. Und? Von mir aus? Denn doch? Hier, lesen musst du schon selber. Ich wette mal, wir verstehen die. Aber das gucken wir uns erstmal in der nächsten Folge an. Diese Botschaft. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ruhig mal wieder ein Däumchen da und schreibt einen schönen Kommentar. Ich freue mich, dass euch dieses Let's Play so gefällt. Und schaltet in der nächsten Folge wieder ein, die dann morgen kommt. Macht's gut.